Hi ihr Lieben und willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal Bukopolis. Und heute habe ich für euch meinen Lesemonat Mai und Juni. Also hier, das hier ist Mai und im Anschluss gibt es auch noch Juni direkt in einem, da ich insgesamt in den beiden Monaten nur, ich glaube, 6 Bücher gelesen habe, in beiden Monaten jeweils 3. So im Mai hat meine Leseflaute begonnen, die zieht sich auch immer noch. Ich weiß nicht, ob ich das wirklich Flaute nennen soll, weil ich ja grundsätzlich schon lese, aber ich lese halt weniger, viel, viel weniger. Ich habe momentan wieder so ein bisschen mein Hobby fürs Zocken, für Serien, für Animes und sowas entdeckt und habe auch den Sommer über super viel andere Sachen einfach gemacht und deshalb einfach eher weniger gelesen und somit kommen halt diesmal ein paar kurze Lesemonate zusammen und da mir jetzt 4 Lesemonate fehlen, das ist der Mai, Juni, Juli und der August, werde ich jetzt 2 Videos dazu machen, heute Mai, Juni und das nächste Mal Juli, August und dann müsste ich ja wieder auf dem neuesten Stand sein und hoffen, dass ich dann passend im Oktober mein September Lesemonat abdrehen kann. So, ich kann euch nicht mehr versprechen, dass ich 100% euch erzählen kann, worum es in den Geschichten geht. Die Namen wahrscheinlich sowieso nicht. Es liegt halt einfach 4 Monate zurück. Dementsprechend, ich werde mein Bestes geben. Werde euch auf jeden Fall noch sagen können, wie die Bücher, was für ein Gefühl ich bei denen habe, ob ich sie mochte, ob ich sie nicht mochte, ob ich sie weiterempfehlen kann oder nicht. Das kann ich euch auf jeden Fall sagen, weil entweder sind die Bücher einfach hängen geblieben oder das sind sie eben nicht. Und aber nicht mehr lang drumherum. Wir reden jetzt über die Bücher, die ich im Mai gelesen habe. So, ich habe jetzt mal das Licht geändert, weil ich so gelbes Licht bzw. warmes Licht nicht so gerne mag. Und mal gucken, wie mir das jetzt am Ende gefällt. Aber erstmal so. Wir kommen zu dem ersten Buch und das blende ich euch ein. Das war ein Rezensionsexemplar, das ich, glaube ich, über NetGalley bekommen habe. Und das blende ich euch hier ein. Und zwar ist das Wildfire, der 2. Band zu Icebreaker. Und ich weiß noch, dass mir Wildfire einen kleinen Ticken schwächer gefallen hat. Was ich noch sagen kann, ist, in Wildfire geht es um unsere Protagonistin, die super offen ist, einen super coolen Charakter hat. Sie ist mir als ein sehr positiver und sympathischer Charakter rübergekommen. Ich mochte es, dass sie ganz genau wusste, was sie möchte und das auch klar kommuniziert hat. Dann haben wir unseren Love Interest, den wir auch schon in Icebreaker kennenlernen und den fand ich auch schon in Icebreaker sympathisch und der war auch hier ein typischer Good Boy. Hat mir sehr, sehr gut gefallen. Wirklich war ein tolles Buch, nur ein Ticken schwächer als Icebreaker. Ich glaube, 4 Sterne habe ich dem Buch gegeben. Lag daran, dass das Setting mich so ein bisschen gelangweilt hat. Klang eigentlich super interessant, gerade im Sommer. Es geht im Sommercamp. Die beiden haben vorher einen One-Night-Stand, können sich gegenseitig nicht wirklich vergessen, treffen dann als Betreuer auf diesem Sommercamp sich wieder. Es heißt aber, keine Beziehungen unter Mitarbeitern. Dementsprechend alles so ein bisschen verboten und war schon ganz nett zu lesen, aber hat mich halt einfach, ich weiß nicht, vielleicht lag es daran, dass Icebreaker einfach das erste Buch war, was ich gelesen habe. Aber wie gesagt, das Setting, wir haben halt wirklich nur dieses Sommercamp und drumherum passiert eigentlich nicht wirklich viel und sind halt wirklich ausschließlich an diesem Setting und haben ganz wenig Settingwechsel. Das, ja, weiß ich nicht. Da hätte ich mich über ein bisschen mehr so Abwechslung gefreut, aber grundsätzlich war das ein sehr, sehr tolles Buch. Dazu gibt es auch bereits eine Rezension auf TikTok, falls ihr da gerne mal vorbeischauen wollt. Meine Accounts sind wie immer in der Infobox verlinkt. Aber ich heiße auf allen meinen Social-Media-Plattformen gleich, also Bukopolis. Dann habe ich ein Buch gelesen, das über die Rache des Sub gelesen werden sollte. Und das habe ich dann auch getan. Und zwar rede ich von, hier habe ich die Schmuckausgabe, Wicked von Jennifer L. Armentrout. Ich habe hier die Bücherbüchse Luxus Edition, die sehr, sehr schön ist. Und ich habe auch genau diese Edition zum Lesen benutzt und ich fand es toll. Ich fand es toll, dass wir so große Seiten haben, super viel Text auf einer Seite, aber ich weiß nicht, ich mochte das Format. Ich fand es angenehm zu lesen. Die Schriftgröße war super und die Geschichte hat mir auch ziemlich gut gefallen. Es war zwar auch kein Highlight, aber es war ein sehr gutes Buch. Nur kann ich euch leider gar nicht mehr sagen, worum es ging, weil ich irgendwie komplett die Story vergessen habe. Sie ist mir komplett aus dem Kopf raus. Ich gucke mal, ob ich
irgendwo eine Inhaltsangabe. Okay, ich habe mir gerade noch mal den Klappentext praktisch von dem Buch angeschaut und ja, es klingelt wieder was. Ich mochte es ziemlich gerne. Ich möchte die Reihe auch auf jeden Fall weiterlesen. Es ist ein typisches Jugendbuch aus der Feder Jennifer L. Armentrout, vom Schreibstil und so vergleichbar mit der Lux-Reihe. Und ja, es ist halt der Auftakt, ne? Also wir lernen unsere Protagonistin kennen. Sie führt praktisch ein Doppelleben. Sie arbeitet für den Orden und jagt Face. Und eigentlich ist sie aber auch Studentin in New Orleans. Und dann trifft sie auf den Ren, den sie super attraktiv findet. Die beiden versuchen so ein bisschen an das Geheimnis zu kommen. Doch auch Ren hat ein Geheimnis. Und ja, auch wenn mir nicht mehr alles so gut in Erinnerung geblieben ist, weiß ich irgendwo hier drin, dass mir das Buch ziemlich gut gefallen hat und dass ich unbedingt weiterlesen möchte. Und ja, sollte ich vielleicht auch tun, bevor ich die Story komplett vergesse. Zur Not müsste ich mal ins Hörbuch reinhören. Ich glaube, ich weiß nicht, ob es eins gibt, aber sollte ich vielleicht mal ins Hörbuch reinhören und mir wieder die Gedanken auffrischen und dann in der Reihe weiterlesen. Aber ich bin ja grundsätzlich momentan sowieso auf dem Trip rein, am Stück zu lesen. Und vielleicht lässt sich das dann auch mit Wicked durchziehen. Also ich bin schon sehr gespannt, habe super viel Gutes gehört und freue mich auch auf den Rest der Reihe. So, das dritte Buch, das ich gelesen habe, hat auch zu den Büchern zu der Rache des Sub gehört. Und zwar war das Aurora erwacht von Amy Kaufmann und Jay Kristoff. Und ich finde, man merkt, dass das nicht Jay Kristoff alleine geschrieben hat. Man merkt seinen Humor hier drin, doch man merkt auch sehr viel von Amy Kaufmann hier drin. Ich weiß nicht, ob ich das mega gut finde. Ich glaube, ich habe dem Buch so 3, 3,5 Sterne gegeben, weil grundsätzlich fand ich das schon interessant. Ich fand es auch witzig. Ich bin gespannt, wie es weitergeht. Das war sehr spannend auch gewesen zum Teil. Aber ich habe mir irgendwie durch den Hype ein bisschen mehr erwartet, vor allem, weil es halt Jay Kristoff ist und ich liebe Jay Kristoff. Aber ich weiß noch nicht, was ich so von dieser Reihe halten soll. Ich werde auf jeden Fall die Reihe fertig lesen und dann entscheiden, ob sie bei mir bleibt. Aber ich glaube, 3,5 Sterne habe ich dem Buch gegeben. Es hat mir schon gut gefallen. Aber ich weiß, dass es mich so ein kleines bisschen enttäuscht hatte. Ich habe da irgendwie so ein bisschen mehr, ich weiß nicht, ein bisschen mehr Sog erwartet, den ich hier leider nicht hatte. Aber grundsätzlich hat mir die Geschichte schon gefallen. Also es war jetzt kein Flop. Aber wie gesagt, die Erwartungen waren da einfach ein wenig höher. Vielleicht lag es auch daran, dass ich da einfach den Druck hatte, das Buch zu lesen. Vielleicht war es für mich als Moodreader nicht die richtige Zeit, aber das kann ich jetzt schwer abschätzen, weil ich euch auch einfach nicht sagen kann, was mich gestört hat. Wisst ihr, was ich meine? Es ist halt so dieses Gefühl, es war dieser Sog nicht da. Ich weiß nicht, ob es daran liegt, dass halt Amy Kaufmann mitgeschrieben hat und mir ihr Schreibstil nicht so wirklich zusagt. Werde ich mit Band 2 dann entscheiden können, ob das einfach an der Stimmung lag oder ob es was mit dem Buch zu tun hat. Ach so, so 100% kann ich mich auch nicht mehr erinnern, worum es hier ging. Ich weiß nur, dass wir hier halt unseren frisch ausgebildeten Tyler haben. Er ist Musterschüler und soll seine Crew praktisch auswählen. Also dadurch, dass er halt Musterschüler ist, darf er eigentlich als erstes wählen. Aber durch eine Entdeckung im Weltraum schafft er es nicht rechtzeitig zu dieser Auswahl und muss das nehmen, was er bekommt. Ja, damit ist er nicht ganz so zufrieden, aber er nimmt, was er kriegen kann. Und die gehen dann auf ein Abenteuer, finden ein Schiff, das eigentlich schon längst verschollen wurde. Und auf diesem Schiff befindet sich Aurora. Ja, und so beginnt das große Abenteuer im Weltraum. Wie gesagt, eigentlich hat es mir schon gut gefallen, aber irgendwie hat mir hier ein bisschen die Sogwirkung gefehlt. Und ja, da würde ich gerne wissen, was für Erfahrungen ihr mit dem Buch gemacht habt und ob ihr weitergelesen habt und wie ihr es weiterhin fandet. Da bin ich ganz neugierig, was ihr dazu zu sagen habt. So, das waren 3 Bücher, aber ich habe auch einen Manga gelesen und da es nur einer war, zeige ich ihn euch jetzt hier mit drin und mache kein extra Manga-Update. Und zwar habe ich endlich in Zwischen dir und mir von Harutsuki Shima gelesen. Und ich liebe diese Reihe, sie ist zuckersüß, sie ist sehr schön, sie ist sehr typisch, sehr kitschig, sehr liebevoll, sehr schön gezeichnet. Und wir haben hier Friends to Lovers, beste Freunde seit Kindertagen, die so anfangen, beziehungsweise eigentlich der Typ
Also das ist nicht der Typ, das ist ein anderer Typ. Aber ihr bester Freund verliebt sich dann in sie und gesteht ihr das auch, aber sie möchte diese Beziehung nicht, er kämpft um sie. Und eigentlich will sie ihn auch, aber sie hat da so Probleme mit Verlustängsten und will deshalb keine Beziehung mit ihm eingehen, weil sie Angst hat, ihn dann zu verlieren, wenn es nicht klappt. Super, super süß gemacht. Und ja, so bei Band 3 fängt sie so langsam an aufzutauen. Und ja, ich mag's. So, kommen wir jetzt zu dem Lesemonat Juni, also die Bücher, die ich im Juni gelesen habe. Und das waren tatsächlich dieser Manga, dieses Buch und zwei E-Books. Die beiden E-Books waren auch Rezensionsexemplare und mit denen fange ich auch an. Zum einen habe ich aus dem Digital Publishers, ich weiß nicht mehr genau, Digital Publishers, glaube ich, heißt das Verlag, habe ich mir das E-Book angefragt zum dritten Teil der Geheimnis der Götter-Reihe von Saskia Lewis. Ich liebe ihren Schreibstil, ich liebe ihre Geschichten. Dementsprechend musste ich auch unbedingt zu diesem Buch greifen, habe es angefragt und habe es dann im Juni gelesen. Und ja, es ist ein typischer Vorbereitungsband für das Finale. Wir lüften neue Geheimnisse, die Gruppe wächst mehr zusammen, es entstehen aber auch neue Dynamiken. Ich habe ja schon bei Band 1 erwähnt, dass ich das super interessant fand, dass wir auch aus der Sicht des scheinbaren Feindes lesen. Dementsprechend war ich sehr neugierig, wie sich das entwickelt. Und ja, es hat sich halt im dritten Band schon so Richtung entwickelt, wer ist jetzt tatsächlich Freund und wer ist jetzt tatsächlich Feind. Plot-Twists, tolle Entwicklungen, tolle Charakterentwicklungen, tolle neue Beziehungsdynamiken, die entstehen und Geheimnisse, die gelüftet werden, Fragen, die beantwortet werden. Aber es ist halt schon so Richtung Vorbereitung, Showdown. Es geht jetzt um den Krieg. Es geht jetzt darum, wirklich die Gesellschaft zu ändern, das System zu verändern. Es ist sehr, sehr interessant. Ich liebe es, wie es geschrieben ist. Es ist typisch Jugendbuch-Fantasy. Also ich kann euch die Reihe wirklich empfehlen, wenn ihr schon was von Saskia Lewis gelesen habt und wisst, ihr liebt ihren Schreibstil. Oder wenn ihr halt einfach grundsätzlich gerne Jugendbuch-Fantasy lest. Denn ich finde, das ist ein absoluter Geheimtipp. Ich habe die Reihe bis heute noch nirgends, wirklich nirgends gesehen. Ich habe das Gefühl, ich bin die Einzige, die es gelesen hat. Schreibt mir doch gerne in die Kommentare, falls ihr die Reihe kanntet oder falls ihr sie sogar schon gelesen habt. Ansonsten würde ich euch empfehlen, da einfach mal auf Amazon oder so vorbeischauen. Es gibt da die E-Books, die, ich glaube, gar nicht mal so teuer sind. Die liegen bei 5,49 € oder so. Da kann man sich bestimmt mal die Leseprobe reinlesen und gucken, ob der Schreibstil einen zusagt. Ich fand die Geschichte toll. Und ja, freue mich auf das Ende, das Finale. Dann gab es ja Neues von Penelope Douglas. Und zwar Korrupt. Das hatte ich auch angefragt über NetGalley und auch genehmigt bekommen als E-Book und habe es auch dementsprechend als E-Book gelesen. Und Leute, was soll ich sagen? Ich fand es klasse. Also, es war auch hier kein Highlight. Und da ich die anderen zwei Bücher von Penelope Douglas, die ich gelesen hatte, und zwar Punk 57 und Birthday Girl, total geliebt habe, habe ich eigentlich erwartet, dass das mich wirklich umhauen würde. Aber es ist halt ein Genre, das ich jetzt nicht so gerne lese, und zwar Dark Romance. Und bei Dark Romance gefällt mir nicht alles. Obwohl es Dark Romance war, war es halt Penelope Douglas und war super geschrieben. Ich fand die Charaktere interessant, ich fand die Story interessant, die Entwicklung, die Hintergründe, die Familien, Dynamiken, die Freunde-Clique und wie sie mit unserer Protagonistin umgegangen sind. Wir haben hier die Geschichte aus zwei Zeiten, und zwar bevor die Jungs im Gefängnis waren und nachdem sie im Gefängnis waren. Und das sind halt eine Gruppe von Jungs, Four Horsemen werden sie, glaube ich, genannt. Und die haben immer einen Abend vor Halloween wirklich großen kriminellen Mist gebaut und sind immer damit durchgekommen, weil sie sind reich, sie sind privilegiert und kamen halt mit allem durch. Und dann kommt unsere Protagonistin ins Spiel. Ich glaube, eine aus der Gruppe kennt sie aus der Kindheit. Und sie hat so ein bisschen Narren an ihn gefressen, ist so ein bisschen, hat sie sich verguckt und Crush auf ihn und ja, möchte halt so ein bisschen mit der Gruppe mit. Und er ist auch ganz von ihr angetan. Dementsprechend darf sie an diesem Abend vor Halloween mit ihnen kommen. Und am Ende des Abends werden, beziehungsweise am nächsten Morgen, glaube ich, war das, werden die Videos von diesen kriminellen Sachen gelinkt. Also gibt es offiziell Beweise und die Jungs kommen ins Gefängnis. Dementsprechend, als sie 10 Jahre später rauskommen, glauben sie, dass sie dafür verantwortlich ist und diese Videos veröffentlicht hat. Und deshalb wollen sie praktisch ihr Leben zur Hölle machen.
was da wirklich dahinter steckt, wer da wirklich dahinter steckt, ob es sie tatsächlich war und ja, was da sonst so passiert, müsst ihr selber lesen. Hat mir sehr gut gefallen. Mittlerweile ist auch bei mir Hideaway eingezogen als Rezensionsexemplar, als E-Book. Und ich freue mich riesig. Es geht dann um einen anderen Charakter, den wir schon in Band 1 kennenlernen. Aber es geht halt grundsätzlich um all die Jungs. Ich bin so gespannt. Und auch das mochte ich. Auch zu Korrupt habe ich auf TikTok eine Rezension. Also falls ihr da ein bisschen genaueres wissen wollt, weil es halt einfach auch schon ein bisschen länger zurückliegt, dann schaut doch gerne da vorbei. Da gehe ich auch ein bisschen, glaube ich, besser auf die Story und so ein. Also schaut es euch gerne an, falls euch das jetzt nicht gereicht hat, aber ich kann es euch empfehlen, wenn ihr grundsätzlich Dark Romans lest, aber auch wenn ihr nicht unbedingt Dark Romans lest und Penelope Douglas aber für euch entdecken konntet, dann probiert es auf jeden Fall mal aus. Kommen wir dann zu dem einzigen Printbuch, das ich gelesen habe, und zwar ist es auch Thema der Rache des Sub und endlich habe ich Nevernight beendet. Nevernight, die Rache. Ja, es war wieder wunderbar, es war wieder fantastisch, ich habe es geliebt, ich fand es klasse, wie es geendet hat, ich fand es traurig, wie es geendet hat, ich fand es aber auch schön, wie es geendet hat, es war wirklich eine runde Geschichte, das Ende war super spannend, ein tolles Finale. Was ich leider ein wenig bereue, ist, dass ich die Reihe nicht am Stück gelesen habe, ich glaube, dann hätte ich noch mehr dieses Hype-Gefühl gehabt, noch mehr diese Spannung gehabt. Es lag jetzt wirklich, ich glaube, Minimum 2 oder 3 Jahre zwischen Band 2 und Band 3. Und Band 1 und Band 2 habe ich ziemlich nah am Stück gelesen. Also, wenn ihr Nevernight noch nicht gelesen habt, dann solltet ihr die Reihe wirklich am Stück lesen. Es lohnt sich. Es lohnt sich einfach wirklich. Und wenn ihr mit den Fußzeilen ein bisschen durcheinander kommt, wobei ich glaube, im Band 1 sind die meisten Fußzeilen, bei Band 3 sind es schon weniger, dann könnt ihr auch gerne ins Hörbuch reinhören. Das Hörbuch ist super vertont. Ich habe teilweise das Hörbuch mitgenutzt, habe also gelesen und gleichzeitig gehört. So, da war der Akku leer. Wir versuchen das jetzt zu beenden. Und zwar hatte ich über Nevernight die Rache gesprochen. Ich habe auch gar keine Ahnung mehr, was ich jetzt zuletzt gesagt habe. Im Großen und Ganzen eine super tolle Reihe. Aber am besten zu empfehlen, am Stück zu lesen. Denn so hat man das beste Leseerlebnis wirklich. Es ist eine tolle Reihe, toller Schreibstil. Aber relativ brutal und sehr schwarzer Humor. Und dementsprechend nicht unbedingt für jeden was, aber die, die sowas gerne lesen, wirklich sehr, sehr cool geschrieben. Und zum Schluss habe ich auch im Juni einen Manga gelesen, und zwar Zwischen dir und mir, Band 4 jetzt. Ja, genau, Band 4. Dazu werde ich jetzt nicht mehr viel sagen, denn ja, ich habe schon zu Band 3 ein bisschen was zu der Geschichte gesagt und auch Band 4 war wieder sehr schön. Jetzt fehlen mir nur noch 7 Bände, ich glaube 11 Bände hat das insgesamt. Nee, Quatsch, es sind gar keine 7 Bände, es sind nur noch 3. Band 5, 6 und 7, damit ist die Reihe dann auch abgeschlossen. Sollte ich mich vielleicht jetzt im September dem widmen, dann wäre das auch beendet. Ja, hat mir ziemlich gut gefallen, wie auch die anderen Bände vorher. Und eine tolle, typische Romance-Geschichte, große Empfehlung. So, das war mein Lesemonat Mai und Juni. Ich hoffe, ich konnte euch, so gut es ging, noch ein bisschen was zu den Büchern sagen, die ich so lange her gelesen habe. Ansonsten, wie gesagt, schaut gerne auf meinem TikTok-Account vorbei. Da habe ich Rezensionen online zu den Büchern, teilweise auch das ein oder andere auf Instagram. Da könnt ihr auch gern vorbeischauen. Auch da sind Rezensionen vorhanden. Wie gesagt, alles in der Infobox verlinkt. Außerdem, wenn ihr mir auch da folgt, da poste ich dann wirklich regelmäßiger was. Also ja, fast täglich, manchmal auch alle 2, 3 Tage. Aber es kommt auf jeden Fall 1 bis 2 Mal in der Woche ein Video online und dementsprechend bin ich da so ein bisschen aktiver wieder. Ja, ich würde mich freuen, ihr könntet mich da unterstützen und ansonsten danke ich euch fürs Zuschauen. Hoffe, wir sehen uns ganz bald bei meinem nächsten Video wieder und wünsche euch bis dahin noch eine schöne Zeit. Tschüss!